So, willkommen zum letzten Part. Endlich. Ja, ich hatte eben schon mal aufgenommen. Wieder ohne Ton aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was da Fraps immer macht. Deswegen kann ich jetzt nochmal schön reden. Ja. Was gibt's großartig zu erzählen? Ich könnte mich jetzt nochmal wiederholen. Ja, wir sind auf der Ras Prosecutor nach wie vor. Die Druiden versuchen über die Hangars reinzukommen. Und das sollen wir verhindern. Ja. Schön daneben geschossen. Gehört dazu. Dachte ich mir, Nahkampf. Und jetzt hier. Zack, zack, zack. Einen nach dem anderen weiche ich hier aus. Und dann steche ich ihm den Kopf ab. Aber ich dachte mir, mit kritischer Gesundheit darunter, nee, daraus wird bestimmt nichts. Da gehst du nur drauf. Deswegen jetzt ein bisschen anders. Ich mach das. Ich schicke 07 runter und folge ihm. Er kann dann das da anbringen. Und ich verteidige ihn. Allerdings habe ich dann hier gesehen, Fässer, wo man was anbringen kann. Könnte ganz nützlich noch sein später. Also bringe ich da mal Sprengladung an. Er kriegt desweil ein bisschen was auf ein Schild. Geknallt. So, der kann sich da ans Geschütz ransetzen. Ja, das war natürlich auch mal wieder eine Aktion von mir. Zack, und da sieht man jetzt, warum es anders einfacher gewesen wäre, weil man hätte auch den Jäger da oder was das auch sein soll, den Gleiter direkt auf den Druidenabsetzer reinjagen können, abfeuern können. Und dann hätte es auch Bumm gemacht. Jetzt gerade hier eine grandiose Darstellung der KI-Intelligenz. KI. Nicht doppelt Intelligenz. Sie umzingeln mich praktisch, stehen um mich herum, aber peilen nicht, dass ich da gerade im Begriff bin, sie in die Luft zu jagen. Ja. Er, da Dings 6-2 kann Sprengladung hinanbringen und Selbstmord, mal wieder. Yay! Wird nie langweilig. Ne, 07 macht das. Ja, 07 bringt da an dem Kraftfeldregler die Sprengladung an. 6-2 hatte da. Oder sollte da. Da wollte ich zu schnell sein. Mal wieder. Und tschüss. So, die Sache ist erledigt. Ja, die Druidika sind oben. Ich dachte mir, volles Granatenpack mit der AL-Granaten. Donnerst den mal ein paar da hoch, ne? So, als Begrüßungsgeschenk. Scheint sie zu freuen, jedenfalls. Den Druidikas. Freude zu bereiten. Ja, und da hat man gesehen, warum ich die Sprengladung angebracht hat. Man konnte nämlich ich habe damit nämlich eine ganze Druide. Oh Gott, ey, mein Deutsch heute wieder. Einen ganzen Druiden erledigt. Thermaldetonatoren liegen da. Ja, ich dachte mir, einfach mal hacken. Nee, in die Luft jagen. Ein schöner Bug ist hier zu sehen. Übrigens noch. Den habe ich da auch erst bemerkt. Wusste ich vorher gar nicht. Ja, von mir gibt es auch noch einen EL-Detonator. Nur für euch. Und 7 läuft mir in die Schussbahn. Und 4-0 hat hinten nichts zu tun, weil die Tür dicht ist. Also dachte ich mir, warum soll der da hinten bleiben, wenn er auch weiter nach vorne kann? Ja, das war eine Granate, kein Schuss.
Schuss nachladen. Gut. Präzisionsschuss einleiten, Data. Oh, viele Sprengfässer, das freut mich. Das freut mich. Also einfach mal schön Sprengladung anbringen. Oder Minen. Vielleicht erwische ich damit ja jemanden. 4-0 übernimmt mal wieder Scharfschütze. Und, ja, ich habe einfach nur gedacht, hoffentlich bleibt der Idiot nicht im Minenfeld stehen. Das haben sie nämlich ganz gerne häufiger mal gemacht. Und sind dann einfach draufgegangen. Und jetzt dachte ich, Scorch, geh da weg. Aber 07 geht drauf. Hey, Idiot. Nein, 7 ist kein Idiot. 7 ist cool. Oh, und die nächste Druide, auch keine Chance hier. Ja, da habe ich leider vergessen, Sprengladungen anzubringen. Sonst hätte man damit die die letzte Druidika in die Luft jagen können. Eben habe ich Leben verloren, mal eben die Hälfte, weil Fixer so klug war und mir einen Scharfschützenschuss voll verpasst hat. Schön in den Rücken. Wie sich's gehört. Nicht? Ja, und Scorch, das Frontschwein. Bleibt direkt dabei, den Superdruiden stehen, während ich sie erledige. Er lenkt sie ab, kriegt aufs Maul, stirbt. Und ich kann in aller Sicherheit, ohne Leben zu verlieren, die killen. Das ist Teamwork, das ist Teamwork. Da habe ich kurz überlegt, ob ich das Fassmesser messern soll, aber... Ja, es ist von explosiver Natur. Da habe ich es dann doch lieber gelassen. Hangar D ist übrigens auch der letzte Hangar. Dann haben wir das Schiff abgeriegelt. Dann sind die einzigen Probleme, die noch sind, sind dann zu viele Sins. Die einzigen Probleme, die dann noch, die es dann noch gibt, nicht wieder sind. Die einzigen Probleme, die es dann noch gibt, sind die Druiden, die bereits an Bord sind. Weil, wie der Berater bereits gesagt hat, verteilen die sich auf dem ganzen Schiff. Das muss man noch regeln. Ja, an dieser Stelle, die finde ich mit am schwersten vom ganzen Spiel her. Und früher hatte ich da richtig Probleme. Da habe ich richtig mehrere Versuche gebraucht. An sich ist es aber ganz einfach. Ganz genau. Einfach zur Rückseite des Hangars zurückziehen. Ich habe die immer dort gelassen, wo ich die jetzt bereits, wo ich denen bereits jetzt Befehle gegeben habe halt. Und deswegen sind die andauernd draufgegangen, weil die aufs Maul bekommen haben. Ja. Früher hatte ich auch einen Bug benutzt. Hier erstmal schön den Munitionsdruiden oder was das da auch ist. Früher konnte ich mich da hinstellen und in aller Ruhe hacken, ohne auch nur, okay, ein bisschen Schild zu verlieren. Hier hat das leider nicht geklappt. Mag sein, dass die Druidika auf mich fixiert war oder so. Auf jeden Fall habe ich Fett aufs Maul bekommen und musste wiederbelebt werden. War früher nicht so, dachte ich mir, bevor das nochmal passiert, kann 07 sich in die Schussbahn begeben und ein bisschen Kanonenfutter spielen. Ja, und da Fixer immer noch da vorne rumstand, da ich ihn ein bisschen vergessen habe, kann er erstmal an das Geschütz ran. Jawohl, und wieder 4 Schuss für einen Granatwerfer, so muss das sein. Ich dachte mir, na, bevor 04 nachher noch drauf geht, helfe ich ihm ein bisschen. Und kriege dabei einfach nur aufs Maul. Genau. Dafür, dass ich die Stelle hier jetzt geschafft habe, kommt auch einer der spaßigsten Teile, der spaßigsten Sachen im ganzen Spiel. Habe ich immer saumäßig Fun mit. Ich stehe sowieso auf Explosionen. Egal, wobei. Verdammt. Ja. Ein fetter ATTE. Ja, ich glaube, das war ein ATTE. Ein- und aussteigen. Ich habe erst einen Schuss abgegeben. Beschwer dich mal nicht.
Ach ja, schön alles in die Luft jagen. Man kann da wirklich nahezu alles zerstören in dem Hangar hier. Selbst die Kisten da, für, wo Scharfschützenpositionen und alles war. Und kein Schwein kann mir was anhaben. Das ist einfach nur geil. Ja. Und außerdem kommen jetzt keine Trandoshaner mehr. Wir haben alle Trandoshaner erledigt. Weil wir einfach nur hammergeil sind. Also im Sinne von gut, nicht im Sinne von Erregung. Ja, und da dachte ich mir mal, kannst den ja auch zerbomben und dann weiter noch deinen Spaß haben. Habe ich einen Schuss drauf gegeben, aber man braucht natürlich zwei. Dachte ich mir, naja, machst du es andersrum. Doch andersrum. Und dann bombe ich hier erstmal alles zu Schrott. Schön ist auch, wie die Teile rumfliegen. Ha, klasse. Zack, und der Schild ist dicht. Das war's. Angriffsschiff gesichert. Oh, da kommen noch ein paar Superdruiden an. Tja, jetzt nicht mehr. Aber ich bombe noch ein bisschen weiter hier alles zu Schrott, weil es einfach nur derbe Fun macht. Oh ja. Ja, aber auch der größte Spaß hat irgendwann mal ein Ende. Deshalb. So ist es gut. Lauft. Droiden, die sich zurückziehen, ungewöhnlich. Droiden am Zellkorb. Werden erledigt. Sauberer Treffer. Wir wissen uns. Tja, natürlich ziehen sie sich nicht zurück, sondern. Wo bleibt der Kreuzer? Bereit nur einen Angriff vor und da dachte ich mir, werfe ich einfach mal eine Granate, vielleicht hilft es ja was. Aber ich habe ja schon den Schild versiegelt, deswegen hat es leider nicht geklappt, sonst hätte ich jetzt schon gewonnen. Ja. Mal wieder heilen, 07 darf zuerst. Nee, ich will erster sein, weil ich der Commander bin. Oder der Leader oder wie auch immer. So, und dann darf jetzt 07 sich heilen. Ja. Und macht erst? Nein, natürlich nicht. Deswegen werfe ich jetzt ein bisschen aus Wut ein paar Granaten. Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur alle Granatenpacks aufheben und ein paar Granaten werfen. Macht auch Spaß. Denn 07, 40 und 62 sind schon vorgelaufen und sind da unten. Hm. Blöd gelaufen. Naja, egal. Nächster Abschnitt. Deus Ex Machinima, wie auch immer das genannt wird. Oh ja, Turbolaser. Warum fliegen wir nicht einfach weg? Antrieb offline. Na klar. Die Stelle finde ich jedes Mal wieder genial. Ironie vom Feinsten. Tja, jetzt sind sie da nicht mehr. Ja, man sieht, hier liegt eine Menge Munition rum. Die braucht man aber auch. Vielleicht nicht ganz so viel, wenn man Glück hat, aber... Im Normalfall braucht man schon einiges an Munition an dieser Stelle. Und wir haben mal wieder Geschütze gegen uns. Das liebe ich ja so sehr. Ja, einfach draufhalten, irgendwann geht er schon zu Boden. Dachte ich mir, hä, Feinde hinter uns? Nein, 07 schießt, macht Teambeschuss. Friendly Fire. Ja, sehr schön, 07. So, da hat das Geschütz mich leider auch ein bisschen erwischt. Was macht Fixer denn da? Fixt ein bisschen. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Darf er halt ein bisschen Bagdad sich nehmen. Ja, da wollte ich leicht an der Druidika vorbeiwerfen, aber ich streife natürlich noch den Schild. Deswegen... Kriegt 07 auch was ab, aber... Feindliche Druiden
halb so wild. So, jetzt nur noch 07 heilen und mich und dann haben wir alle wieder volles Leben hier. Und Fixer steht wieder an derselben Stelle dumm rum, kann er mal sich als Scharfschütze beweisen jetzt. Ja, warum die Druidika da in der falschen Richtung stand, keine Ahnung. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Rumpfintegrität liegt bei 50%. Allzeit bereit, Sir. Her mit den Feinden. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Stimme von der Kaminoanerin am Anfang, die uns praktisch da am Tank besucht hat, als wir noch im Tank waren und den am Anfang alles erklärt hat. Das ist dieselbe Stimme wie der Schiffscomputer. Oh, eine Aktion ganz nach mir natürlich. Anstatt heilen, Granate werfen. Wodurch ich jetzt nur noch 4 habe. Anstatt 5. Was mich immer ein bisschen aufregt. Ich habe gerne immer alles voll. Ne? Naja, ich dachte mir, das Team hat da sicher schon ein bisschen aufgeräumt im nächsten Raum. Pustekuchen, die stehen da wie ein... Ja, keine Ahnung, wie ein Haufen Streber rum. Nichts gegen Streber. Ja. Musste ich mal wieder ran. Ach ja. Genau, 3 Terminals muss man hacken. Pro Terminal 1 Minute, was saulang ist, finde ich. Aber wenn man sich's aufteilt, 07 mehr Scharfschütze, 6-2 über einem Granatplatz da vorne. Und 4-0 darf hacken zusammen mit mir. Das dauert jetzt einen Augenblick, deswegen nutze ich die Chance und trinke mal kurz was, dann geht der Husten vielleicht weg. Genau, das zweite Schiff ist da und eröffnet auch sofort das Feuer auf das Druiden-Kontrollschiff. Allerdings wird das ohne unsere Hilfe nichts. Daher müssen wir uns mit dem Hacken ein bisschen beeilen. Genau, feuert los. 4-0 ist leicht jetzt vor mir fertig, kann dann gleich die nächste hacken, während ich mich ein bisschen um die Gegner kümmere. Genau, da sieht man es schön. Finde ich eigentlich von der Grafik her gar nicht so übel. Sieht allgemein ganz gut aus, das Spiel. Da habe ich ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich dem Druiden, dem normalen Druiden da eins mit einem Granatwerfer überziehen soll, aber das wäre, glaube ich, nicht ganz so schön. Erstens hätte ich selber ganz schön was abbekommen und dann und zweitens wäre es Munitionsverschwendung. Ja. 6-2, kannst gleich weiter hier die bombardieren. Erstmal auf die Superdruiden gehen, die sind am gefährlichsten. Oh ja, und 6-2 wiederbeleben. Der ist draufgegangen. Aber 4-0 ist gleich fertig mit dem Hacken. Und dann haben wir es ja. Genau, und auch wir eröffnen jetzt das Feuer auf das Druiden-Kontrollschiff. Genau, jetzt bekommen die ordentlich aufs Maul. Von uns. Ja. Ah, da habe ich jetzt aufs Maul bekommen. Mal wieder. Aber ich bin auch schon wieder am Leben und die Druiden fallen zusammen. Genau, die Druiden-Kontrollsysteme sind ausgefallen, weil wir den Fett aufs Maul geben. Ja, wunderschön. Ich liebe Explosionen. Danke für die Hilfe, Captain. Gern geschehen, Delta-Team. Niemals steht ein Schiff der Republik, wenn wir in der Nähe
Jawohl, so sieht's aus. Ja, nächster Abschnitt. Könnt ihr euch wieder durchlesen. Ich lese es nicht vor. Allerdings werde ich gleich bei der Erklärung, die kommt, die Klappe halten. Denke ich mal. Ja, der Titel sagt schon alles. Ich bin ruhig. Oh ja, 785 Tage oder was das da eben war, sind schon recht lange im Krieg. Dank der Daten, die Sie auf diesem Angriffsschiff fanden, ist die Beziehung zwischen der Republik und den Wookiees sehr gut. Sie haben uns gebeten, Ihren Anführer zu finden, einen Wookie namens Starfall. Sieht genau wie der andere aus, finde ich. Vielleicht ein bisschen aggressiver als die meisten, aber die sind eigentlich alle aggressiv. Starfall hat jahrelang gegen die trandoschanischen Sklavenhändler gekämpft. Vor zwei Tagen wurde seine Patrouille überfallen. Die Wookiees dachten, er wäre tot. Wir haben aber eine Nachricht der Trandoshana abgefangen. Tarful wurde gefangen genommen. Wir müssen dort verdeckt eindringen. Er lebt noch und wird in einem Sklavenlager hier auf Kashyyyk festgehalten. Ja. Diesmal ist wenigstens das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite. Viel Glück. Ganz genau. Rettung von Tarful, das ist unser Ziel jetzt. Und dann geht's los. Das Lager der Trandoshana ist ein paar hundert Meter südlich von Sallen. Ja, an der Stelle habe ich dann Schluss gemacht, deswegen verabschiede ich mich auch jetzt. Das war der letzte Part der Nachsynchronisation. Der nächste Part wird wieder ganz normal stattfinden und dann ohne Verzögerung. Viel Spaß dabei, bis dann.